So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Moonin. Ah, ich genieße gerade einfach die Musik im Hintergrund. Ah, wunderschön. Wir haben jetzt die Wahl, gehen wir nach Svartalfheim oder Alfheim, also die Heimat der Dunkelelfen bzw. Zwerge oder die Heimat der Elfen. Ich bin erstmal für Svartalfheim. Ich bin gespannt, was jetzt für Rätsel kommen. Ja, da steht's. Zwerge. Svartalfheim. Das Volk der Zwerge aus Dvalins Schar. Ich kenne sie bis hin zu Lofar selbst. In Fels und Höhlen dort leben sie. Die Svartalfar, Schmiede von Gungnir. Gungnir ist der Speer von Odin. Wo man merkt hier, Dvalin, woher kennt man den Namen bloß? Ja, alle Namen der Zwerge und sogar Gandalf sind Namen, die aus der Edda übernommen wurden. Gandalf war nämlich auch ein Zwerg aus der Edda. In kaltem Licht stehen sie an der Esse, denn ihr Himmel ist ein Dach aus Gestein, in Fels geschlagen ins Erdreich hinein, dort fanden sie Zuflucht in Bergen tief. Ja, die Svartalfar, die Schwarzelfen wörtlich gesagt, sind die Zwerge in dieser Darstellung. Das finde ich auch immer sehr interessant. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal die Elfen gelesen hat, da ist es nämlich... Die Strahlen sind wahrscheinlich tödlich. Oh, jo. Sehr interessante Sterbeanimation hat Moonin. Man muss manchmal einfach nur schnell genug sein. Ach, das sind Spiegel. Okay, da muss man echt aufpassen, glaube ich. Also aus diesen Mäulern kommt immer ein Strahl. Okay, was muss ich machen? Ich möchte hier nach oben. Aber... Okay, die Feder kriegt man so. Na dann. Ich mach's mir manchmal auch schwerer, als es ist. Okay. Das ist jetzt einfach. Zumindest die beiden hier. Wie man auch immer auf diese Idee kommt, Zwergenwelt mit diesen komischen Strahlen zu verbinden, aber... Ja, gut. Who cares? So, jetzt weit genug nach oben, damit wir nicht direkt von so einem Strahl erwischt werden. Und zack. Bisher geht's hier noch, aber ich habe das Gefühl, wir werden noch oft in dieser Welt sterben. Oh. Drei Einstellungen, in denen man an der Stelle stirbt, das ist doch nicht wahr. Einmal hier hin. Oh nein, die verkackten Spiegel. Ich hasse diese Welt. Ich mag ja Zwerge irgendwie, aber das ist schon einfach nur noch böse. Das war dämlich. Nachdenken, bevor ich drehe, so. Ach ja. So geht's natürlich ganz einfach. Dann kann ich jetzt auch mir die Feder schon mal holen. Nee, doch nicht. Komme ich denn? Ach, ich muss da von unten einfach hinklettern. Ja, gut. Erstmal hier hin. Wobei einfach hinklettern ist gar nicht so. Wobei, kann ich da dran springen? Oh, und jetzt steht es sogar richtig, dass ich dahin komme. Boah, die härteren Welten in der Welt werden wahrscheinlich einfach nur noch übel.
Jetzt bewegt sich das Ding auch noch. Ich kriege hier noch Heulanfälle in der Welt. Hätte ich mich gerade wieder fast selbst umgebracht? Ich glaube, das Ding stand eben schon ganz gut. Ich glaube tatsächlich, dass man... Ja. Boah. Was? Das hat... Ah, nein. Ich könnte heulen. Ja gut, komm, als Herausforderung betrachten. Einfach als Herausforderung betrachten. So, und laufen, laufen, laufen. Und das Ding erstmal unschädlich machen. Perfekt. Ich habe gerade richtig Schiss in dieser Welt. Immerhin kriegen wir jetzt die Feder. Laufen? Ich wollte gerade sagen, das Ding geht doch garantiert hoch. Ach, das Ding bleibt lange oben. Holen und laufen. So. Ordentlich gedreht geht's natürlich. Okay, das ist jetzt auch wieder eine Sache der Geschwindigkeit, glaube ich. Mist, das war nicht schnell genug. Das war einfach nur dämlich. So. Neues Spiel, neues Glück heißt es ja. Ah, Dreck, wieder zu langsam. Die Rätsel, die sind einfach nur fies. Warum habe ich mich ausgerechnet für Svart Alfheim entschieden? Okay, das nächste Mal einfach einmal warten. Schnappt, so. Jetzt. Was? Das hat gereicht? Da hat doch kein Zipfel oben rausgeschaut. Oh, das war dumm. So, das wäre geschafft. Das Ding einmal irgendwie unschädlich machen. Gut. So. Gut, jetzt alles ganz in Ruhe angehen. Es fehlt nur noch das hier. Holen, holen, holen und weg. Hui. Boah. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so eine ganz... Okay, die schießen permanent. Ach, okay, das schießt, bis das Teil davor fliegt. Gut, das reicht. Nein, hätte ich mir nicht beide holen dürfen. So, neuer Versuch.
Jetzt hat's geklappt. Drauf geschissen, neu geholt. Na gut, macht keinen Unterschied. Puh. So, hier bin ich auf jeden Fall sicher, wenn ich drehe. Ah, okay, auch hier kommt was dazwischen. Was, ich will erstmal hier... Ich wollte doch da runter! Warum hat mich das Ding da nicht runtergelassen? Weil es es nicht tut. Fertig. Begründung abgeschlossen. So. Gut, jetzt einfach ganz gechillt rangehen. Tiefenentspannt. Und hier hoch. Gut. Okay, so klappt das nicht. Das Problem ist, egal wie ich es drehe, es passiert immer so, dass irgendwie alles auf mich schießt. Aber ich kann wenigstens das Teil jetzt kurz so drehen, dass ich hier so klettern kann. Und wenn das Ding das nächste Mal hier unten ist, hole ich mir das Teil, und zwar sehr, sehr schnell. Boah, scheiße, war das knapp. Und wie kriege ich jetzt das Ding bitte? Ach so, da geht von selbst was hoch und runter. Dann einfach gedulden, bis das Ding wieder... Okay, ich muss das wieder zweimal machen. Das hat jetzt, glaube ich, zu lange gedauert. Ja, eindeutig. Wie kriege ich das bitte hin? Ich meine, das Teil lässt mich hier auch nicht runter. Es lässt mich nur bis hier drauf. Oder kann ich da drüber... Nein. Aber ich kann das Ding oft genug bewegen, bis das passiert. So. Das nächste Mal, wenn das Ding unten ist, einmal hier das drehen, damit ich schon mal ein bisschen weiterkomme. So. Hier muss ich dann einfach nur sehr, sehr schnell sein, aber das ist schon ein Ticken zu weit, glaube ich. Das hier ist auch knapp. So, wie schaffe ich jetzt das hier? Nee. War meine Idee dämlich. Ich glaube, ich probiere erstmal die Teile hier zu kriegen. Weil das erscheint mir persönlich schwieriger. Eventuell geht es doch einfach mit Geschwindigkeit. Nein, definitiv nicht. Jetzt habe ich Deppes. Man muss einfach das vorher so stellen. Was? Wie? Das ist jetzt seltsam einfach. Egal. Zack. So.
So komme ich nämlich jetzt hier dran. Ich kann das Ding jetzt auch kurz einmal, wenn ich hier oben schon mal bin, drehen. Komme ich mich auf die Art hier dran. Und kann, wenn ich hier runterklettere, das auch schon mal so stellen, dass ich da dran kann. Aber erst einmal die, die hier sind. Schnapp. Schnapp. So. Schnapp. Geschafft. Und hier wird jetzt auch einmal ein Schnitt gesetzt. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter ins Svartalfheim. Und ich hoffe, dass es da dann etwas weniger tödlich läuft. Also dann bis zum nächsten Mal. Cheerio!